So, wir gucken jetzt aber mal in mein Tischelein und gucken, was wir da drin haben. Also ich da drin habe. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen, mein Name ist Katrin. Und wenn ihr euch fragt, was ich hier so treibe, nun ja, von Unboxings, meiner Boxen, die ich im Abo habe, die ich hier und da noch erbeutet kriege, eigentlich alles so rund um Make-up und Pflege, woran ich Spaß habe und wo ich natürlich immer von Herzen hoffe, dass ihr mit mir dran Spaß habt. Und wenn ihr neu hier seid und hier Spaß habt, dann freue ich mich natürlich über ein Abo oder ein Däumchen nach oben. Und heute hoffe ich auf jeden Fall, dass ihr mit mir dran Spaß habt, in die Mia-Box zu gucken. Und zwar die Mia-Box Mai. Denn die ist jetzt angekommen. Wir haben zwar schon Juni, aber Mia-Box verschickt halt leider immer sehr, sehr spät, was ein bisschen schade ist. Aber das Gute ist, ich habe extra noch geguckt, im Moment gibt es die Box auch zu kaufen. Das ist nämlich das Schöne an der Mia-Box, ihr habt da kein Abo. Ihr habt da verschiedene Boxen. Ihr habt da auch Boxen, die schon rauskamen, wo ihr noch die Möglichkeit habt, wenn ihr die seht und die euch gefallen hat, die nachzukaufen. Wenn ihr zwei Boxen kauft, habt ihr auch immer gleich einen Rabatt am Start. Ich glaube, dann zahlt ihr für zwei Boxen 40 Euro und einzeln bezahlt ihr für eine Box 24,20 Euro. Ich habe leider keinen Code für euch, wo ihr die Box ein bisschen günstiger kriegt, aber ich bezahle da auch gerne mal 24,20 Euro für die Box, weil die mir eigentlich immer gut gefällt. Und die hauen da auch manchmal Dinger rein, wo ihr denkt, ach du lieber Herr. Und die Mai-Box hatte ich gesehen und hatte so klein in der Ecke gesehen, da muss irgendwas von Ahava drin sein, denn das war mit abgebildet. Und ich dachte, okay, allein wenn da ein Ahava-Produkt drin ist, lohnt sich die Box wahrscheinlich wieder richtig, denn Ahava ist eine tolle, pflegende Marke, die ich sehr gerne mag. Und ja, bevor ich euch jetzt weiter hier zulabere, ihr wollt ja auch wissen, was in der Box ist. Die kommt übrigens hier einmal ganz so ziemlich licht daher. Die haben keine extra Box, sondern die Umverpackung ist gleich die Box. Da haben sie hier ein tolles Design von diesen Mia-Box-Augen drauf gemacht. Und dann macht ihr die auf und seid halt gleich bei euren Produkten. Hier ist aber diesmal der Fall, was ich wieder so cool finde, weil das machen die öfter gerne mal. Erstmal, wir haben ein riesen Heftchen dabei und dann ist das hier drin. Und da sind quasi unsere Produkte drin. Und das finde ich doch viel schöner auch teilweise, wie eine Box zu haben. Denn ihr habt gleichzeitig was richtig Praktisches dabei. Und das ist echt eine tolle Tasche. Das ist, glaube ich, Kunstleder. Die fühlt sich echt hochwertig an. Auch von Ahava. Und ja, dann war noch ein Heftchen dabei, wo ich dachte, oh, vielleicht sind da die Produkte, die da drin sind, beschrieben und abgebildet. Weil das fehlt mir immer so ein bisschen an der Mia-Box, dass man auch die Preise und wenn man nicht genau weiß, was ist das für ein Produkt, das immer irgendwo nachlesen muss. Also da würde ich mich echt für so eine kleine Hilfestellung, da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen, wenn dann wirklich zu den Produkten mal ein Heftchen dabei wäre. Hier ist einfach nur ein bisschen so eine Werbung quasi drin für Ahava-Produkte, ne? Über Masken, über Reinigung, über alles Mögliche. Ich weiß jetzt auch nicht, ob jeder dieselben Produkte hat in seiner Box, weil das ist bei Mia-Box ja auch öfter mal, dass die ein bisschen unterschiedliche Produkte da reinmachen, ne? Das heißt, nicht weil ich das drin habe, hat das automatisch jeder drin. Also die variieren da teilweise immer ein bisschen. Was ich aber auch einfach ein bisschen, ja nicht ein bisschen, das finde ich spannend. So, wir gucken jetzt aber mal in mein Tischelein und gucken, was wir da drin haben. Also ich da drin habe. Und zwar, als erstes kommt mir hier so ein kleines Teil entgegen, auch von Ahava. Freue ich mich drüber, dass wir einfach ein paar mehr Produkte von der Marke drin haben. Und zwar ist das eine Duschcreme mit Hibiskus. Und ich liebe Duschcreme irgendwie. Ich finde das angenehmer, pflegender, wie so ein Duschgel.
Ne, ich mag auch Duschschaum super gerne und ich würde eine Duschcreme und Duschschaum immer einem Duschgel bevorzugen, wie sich das anhört. Aber ne, so von dem Hautgefühl her mag ich das irgendwie lieber. Wir schnuppern natürlich hier einmal dran und wir haben schon ein Bläschen. Und das riecht super. Leute, das erinnert mich an irgendeinen Geruch, den ich kenne. Ein Parfüm oder so? Ich kann es gerade leider nicht zuordnen. Also das riecht auf jeden Fall sehr gut. Wir haben 85 Milliliter und da freue ich mich drüber. Aber der Geruch, der riecht so lecker für mich und das ist so richtig frisch und sommerlich. Das erinnert mich an irgendwas im Sommer, das ich schon mal gerochen habe. Ob ich das gerade mit einem Parfüm oder so verbinde, ich weiß es nicht. Vielleicht komme ich noch drauf. Dann geht es aber weiter hier in der Box. Wir haben nämlich noch was von Ahava. Und zwar 15 Milliliter einer Gesichtscreme für normale bis trockene Haut. Das passt bei mir sehr gut. Wir haben Time to Hydrate. Und Ahava ist halt cool, weil die auch so Mineralien aus dem Toten Meer haben. Ich mag sowas. Ich mag Meereskosmetik. Ich stehe da einfach drauf. Und ich weiß, ich habe mich einmal so in eine Bodylotion von Ahava auch verliebt, weil die echt so pflegend und gut war und gleichzeitig so toll gerochen hat. Ich bin gespannt, wie diese Gesichtscreme ist. Werde ich gerne testen. Und 15 Milliliter, da freue ich mich auch immer mal über kleinere Größen, um das erstmal zu testen. 15 Milliliter finde ich eine gute Größe, um sich reinzutesten und ist so eine kleine Luxusprobe, sage ich mal. Dann haben wir hier zwei kleine dekorative Schätzchen drin von Etrebelle. Als erstes einen Eyeliner, einen Permanent-Eyeliner in einer schwarzen Farbe von Etrebelle. Und ich mag ja so diese Filz-Eyeliner. Ich komme mit denen am besten klar. Manche trocknen halt super schnell aus, was immer so ein bisschen schade ist. Manche haben eine dünnere Spitze, eine dickere Spitze, ne? Ich bin gespannt, wie der ist, ob ich mit dem gut klarkomme. Und wie gesagt, sowas kann ich immer gut gebrauchen, weil das halt meine Go-To-Eyeliner sind, mit denen ich am besten klarkomme. Und deswegen freue ich mich auch darüber. Dann haben wir hier auch von Etrebelle ein bisschen Deko drin, also dekorative Kosmetik. Und zwar ist das wohl ein Lippenstift in einer wunderschönen Farbe, wie ich finde. So richtig sommerlich, fröhlich sieht das aus. Wir haben hier wieder so ein zweigeteiltes Ding. Einmal Lippenstift, einmal so ein Lipgloss drauf. Bin ich gespannt, wie der ist. Den anderen vom letzten Monat habe ich mich nicht getraut zu testen, weil mir viele geschrieben haben, der wäre so pappig. Also, der kam nicht so gut an. Ich hoffe, der ist besser, weil die Farbe ist echt wunderschön. Und so eine Farbe habe ich auch noch nicht so viel. Deswegen Daumen drücken, dass er gut ist. Oder schreibt mir halt einfach, bevor ich dran gehe, wieder in die Kommentare, ob ich mich rantrauen kann. Und ja, auf jeden Fall das noch einmal drin. Das ist jetzt Produkt Nummer 5 quasi, denn die Tasche zähle ich jetzt einfach mal dreist mit. Und jetzt kommt Produkt Nummer 6. Und das war halt auch das Sneak Peek-Produkt. Und da freue ich mich besonders drauf. Wir haben hier auch Full Size 100 Milliliter, auch von Ahava Produkt. Und zwar, das finde ich so spannend, ein Dry Oil Body Mist. Prickly Pear and Moringa. Sehr spannend. Ein Body Mist, der auch gleichzeitig, also so ein Trockenöl, ne? Ich mag sowas gerne. Ich mag einfach auch so Ölcremes und sowas auf meiner Haut. Ich bin gespannt, wie das ist. Kaktusfeige, das ist wahrscheinlich auch so ein richtig angenehmer Geruch. Und, oh, Wahnsinn, ne? Das ist übrigens auch ein Glasflakon hier, ne? Also richtig hochwertig. Allein das Produkt ist bestimmt einiges wert. Und auch hier mit diesem Zerstäuber richtig cool. Kann man auch aufschrauben, was mich freut, weil dann, wenn man da einen coolen
Strahl hat, finde ich das auch immer toll, um das wieder zu verwenden. Gerade wenn man sowas Hochwertiges hat, fülle ich mir da auch gerne etwas rein, um das dann noch weiter zu benutzen. Und oh, das riecht aber auch gut. Oh, das riecht sehr, sehr lecker. So ein bisschen nach Parfüm. Ein sehr tolles Öl. Das zieht gerade richtig klasse hier ein. Und der Duft ist auch nicht zu aufdringlich. So ein richtig schöner, frischer Duft. Ich sprühe mir das mal auf. Ein ganz feiner. Guckt euch das mal an. Ein richtig feiner Sprühstrahl. Dann habt ihr das Öl hier. Da könnt ihr jetzt nochmal drüber gehen. Und das zieht toll ein. Das ist nicht zu ölig auf der Haut. Das hinterlässt keinen so einen Ölfilm. Der Duft ist richtig frisch, richtig lecker. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Das ist jetzt schon, ne, weg hier. Natürlich habt ihr so ein leichtes Ölgefühl, aber nicht so dieses pappige oder so. Gefällt mir super und ich finde, Öl macht auch gleich immer so einen schönen Glanz, ne? Kann ich mir sehr gut vorstellen, freue ich mich richtig drüber. Tolles Produkt, allein dafür, wow. Plus die anderen Sachen, hier noch so eine tolle Tasche dabei, diese dekorativen Sachen, hier ein kleines Duschcremchen zum Austesten, eine Gesichtscreme zu testen. Wahnsinn, gefällt mir wieder richtig gut und waren wieder spannende Sachen. Mein Highlight ist definitiv dieses Öl. Das haut mich gerade um, das gefällt mir super. Ich mag sowas ja gerne. Ne? So ein bisschen Dekoratives dabei, ein bisschen fürs Gesicht dabei. Gefällt mir echt gut, diese schöne Tasche, wo alles drin ist. Richtig begeistert. Eine tolle Box wieder und zeigt mir wieder, warum ich die Mia-Box so gerne mag. Und ich überlege noch ein bisschen an der Juni-Box rum. Ich weiß noch nicht. Und ja, das war's auf jeden Fall zur Mia-Box. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und schreibt mir gerne, was ihr zu den Produkten sagt, ob die euch gefallen, ob euch das angesprochen hat, was sie diesen Monat wieder hier gemacht haben, ob ihr die Mia-Box selber habt und wie ihr die Produkte findet. Und ich wünsche euch jetzt einfach von Herzen einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.